Hallo liebe Bastler, es ist soweit, wir sind bei Skizze Nummer 14, also unserem letzten Team-Video angelangt. Bekommen hat dir die Sabine Stober und was sie Schönes draus gebastelt hat, das schauen wir uns jetzt an. So, meine Lieben, das war also die Skizze oder der Kartensketch für die Sabine Stober. Bei dieser Skizze ist es mir darum gegangen, dass im Hintergrund wieder irgendwas gestempelt ist, vielleicht oben ein bisschen dichter und nach unten ein bisschen weniger werdend, in der Mitte ein Text und dann nur irgendwas obendrauf mit irgendeiner Deko. Das kann nicht so wie da ein Wimpel sein, das könnte aber genauso gut auch unten einen Abschluss haben vom Standsteil oder von einer Handstandzuerst. Da war ihr vollkommen frei überlassen und natürlich hat sie auch vollkommen frei entscheiden können, was für Farb und was für Stempelset sie verwenden möchte. Und die Sabine hat uns diese Karte draus gezaubert. Ich finde auch da wieder das Sketch ganz unglaublich gut gelungen. Also man kann auf jeden Fall erkennen, dass die beiden miteinander was zu tun haben. Und was mir da sehr gut gefällt, die Sabine zeigt uns einmal eine ganz andere Art vom Kolorieren. Wir haben ja schon des Öfteren mit Aquarellstiften gearbeitet, also mit Aquarell mit Wassertankpinsel gearbeitet. Und ich glaube auch mit Stampin' Blends, glaube ich, mal irgendwas gemacht. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber heute machen wir was mit Aquarellstiften. Das heißt, mit denen ausmalen und dann mit Wassertankpinsel ein bisschen vermalen. Und das finde ich eine ganz nette Idee, dass man da nur mal eine ganz andere Variante sieht. Finde ich ganz, ganz fein. Und die Sabine hat sich entschieden für das Stempelset Sack voller Wünsche. War jetzt ursprünglich nicht so auf meiner Top 10, der die jetzt einmal sagen, von den Stempelsets. Aber mir hat von Anfang an dieser Stempel unglaublich gut gefallen. Ich finde den total nett mit diesen Christbäumen. Der war einfach... Da war da schon, wie ich den Katalog durchgeblättert habe, habe ich mir gedacht, nein, mit dem Rest kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Aber der Stempelabdruck, das war total meins. Und nachdem sich die Sabine dann genau für dieses Set entschieden hat, war dann auch für mich gleich die Entscheidung, ja, das bestelle ich mir, das möchte ich gern haben. Ich finde auch ihn ganz nett. Also er ist so, je länger man ihn anschaut, desto netter wird er. Und mir gefällt die Typografie auch gut, gerade speziell bei diesem Stempelabdruck. Also ganz, ganz nett. Hat also einiges sehr, sehr Schönes, dieses Stempelset. Und ich freue mich sehr, dass die Sabine Stober sich dieses eben ausgewählt hat. Ja, gebastelt hat auch die Sabine lustigerweise mit Rauchblau. Also Sie sehen schon, das Thema Blau verfolgt uns in dieser Challenge ganz, ganz massiv. Und ja, ansonsten, glaube ich, kann ich zur Karte jetzt nicht mehr so viel sagen, aber zur Sabine selber möchte ich noch gerne ein bisschen erzählen. Die Sabine macht jetzt schon zum zweiten Mal mit bei unserer Team-Challenge. Sie ist in mein Team gekommen, soweit ich mich erinnere, in der Celebration. Und stempelt noch nicht so ganz lang, macht es aber aus purem Vergnügen. Also das ist für sie ihr Hobby. Und die Sabine und ich, wir sind uns da einig, dass das eine Zeit ist, wo man sich einfach so ein bisschen entspannen kann, wo man ein bisschen entfalten kann, wo man einfach in dem Moment ist, wo die Gedanken nicht immer zu irgendwelchen Sorgen oder sonst irgendwo hinschweifen oder zu Dingen, die man zu erledigen hat oder zu Dingen, die gerade anstehen. Oder es gibt ja immer wieder irgendwas, was so Gedankenspiralen hat, oder? Also ich glaube, das kennen Sie auch. Und beim Basteln ist oft so eine Zeit, wo man so richtig abschalten kann und wo man einfach ein bisschen da ist, im Moment, wo man das einfach ein bisschen, ja, wo man einfach bei sich ist. So eine Wohlfühlzeit, so eine, ja, was auch nicht. Andere gehen vielleicht ins Spa und wir basteln. Irgendwie kommt es dann aufs ziemlich Ähnliche aus, glaube ich. Und ja, ist ein schönes Hobby. Da sind wir uns einfach einig. Ja, Sabine bastelt eben total gern und macht es auch mit sehr, sehr viel Liebe, finde ich. Und man spürt einfach, sie hat eine Freude dran und macht es ja, total lieb. Finde einfach total, es ist einfach so zuckersüße Karten. Gefällt mir einfach richtig gut. Und da freue ich mich jetzt auch schon sehr, diese Karte basteln zu dürfen. Und jetzt sagen, wir legen jetzt auch gleich los. Oder Sabine? Legen wir los mit ihrer schönen Karte. So, dala. Auch bei der Karte für die Sabine habe ich mir schon Verschiedenes zugeschnitten und vorbereitet.
Und auch da gilt gleich wie bei allen Videos vorher, es gibt dazu einen Blogbeitrag auf unserem Teamblog und der Link dazu ist unten in der Infobox. Ich habe mir da also Basiskarte in Flüsterweiß zugeschnitten, der Aufleger in Rauchblau und der zweite Aufleger wieder in Flüsterweiß. Dann gibt es ein Rechteck aus die lageweise Rechtecke und dann haben wir noch, hassen die überhaupt lageweise Rechtecke? Ich glaube, die hassen nur Rechtecke. Bestickte Rechtecke, glaube ich, hassen die. Wie auch immer. Sie finden sie im Jahreshauptkatalog jedenfalls. Und dann habe ich nur zwei Ovale zugeschnitten aus die lageweise, nein, aus die Stickoval, Stickmusterrahmen. Stickmuster? Die da. Sag sie nicht schnell, wo wir alle vier übereinander haben. Aus den zwei, den größten und den nächsten. Genau. Und zur Vervollständigung, das sind die Rechtecke, von denen ich gerade gesprochen habe. Okay, so. Wir legen also los mit Stempelarbeit und werden als allererstes diesen süßen Stempel da abdrücken und zwar mit Pfauengrün. Vermute ich jetzt einmal ganz stark, dass sie Pfauengrün verwendet hat. Und den hat sie da einfach mittig reingestempelt. Also wenn der Abdruck nicht mega ist, dann weiß ich auch nicht. Ich finde den so lässig. Total cool. Und die Backerl selber hat sie lustigerweise alle in Rot gestempelt. Und die sind aber so knallerot, dass ich vermute, dass sie da Blutorange genommen hat. Also machen wir mal die Backerl. Und die Backerl selber, die hat sie ganz kunterbunt abgestempelt. Machen wir ein bisschen Schmierpapier. So, dann nehmen wir jetzt gerade mal schnell das. Und die stempel ich mir jetzt einfach. Ich orientiere mich jetzt nicht ganz gleich, dass sie ganz hundertprozentig gleich sind wie von der Sabine, sondern ich stempel da jetzt einfach einmal kreuz und quer ein bisschen ab. So wie mir vorkommt, dass das jetzt nett ausschaut. Ich glaube, das wird passen. Da hat sie also ihre Pakete abgestempelt. Und dann nach unten. Jetzt müssen wir als erstes gleich einen Spruch einstempeln. Den machen wir auch in Pfauengrün. Nicht, dass ich mir keinen Platz lasse für einen Spruch, das wäre es ja noch. So, alles klar. Dann setzen wir den einmal da unten her. Hoffentlich einigermaßen gerade. Geht. Leicht schief, aber schief ist Englisch und Englisch ist modern, oder? Hast du immer. Okidoki, so. Dann setzen wir nur da einen da unten her und einen noch da. Und ich denke, das reicht. Brauchen wir noch mehr? Schauen wir mal. Der kommt da drauf. Ich glaube, passt, oder? Sollen wir da noch einen hersetzen? Lassen wir da noch einen so. Ganz frech vielleicht, ganz so. Ja. Okay. Dann setzen wir da auch noch einen her. Genau. Ich glaube so. So in etwa. So in etwa lassen wir das jetzt mal gut sein. Okay, Stempelkissen können wir gleich verräumen. Und dann können wir uns auch schon machen ans Ausmalen. Und zum Ausmalen, wie gesagt, hat sie jetzt so Aquarellstifte verwendet, also so richtige Ausmalstifte hat. Und ich vermute, dass sie da genommen hat einen grünen Apfel und Olivgrün und ich habe noch das Glutrot dazu genommen und eventuell ein bisschen Wassermelone, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht zu quietschig wird. Ich bin gespannt, wir schauen einmal und die Farben kann man ja immer in so Mischungen daher. Da haben wir momentan zwei verschiedene Mischungen und die finden Sie im Jahreshauptkatalog. Gut, dann legen wir los. Und zwar hat sie lustigerweise immer einfach die Pakete da so eingefärbelt und die ist ganz kunterbunt. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt da nebenbei ein bisschen Musik laufen, weil da kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu erklären. Thank you.
Tudala. Jetzt haben wir also alle Bäckchen ausgemalt. Ich glaube, meine sind ein bisschen kräftig, aber das ist ja wurscht. Und jetzt brauchen wir unseren Wassertankpinsel und ein kleines Stück Küchenrolle. Und jetzt werden wir dem Ganzen noch einen richtigen netten Farbverlauf sozusagen zaubern, weil momentan ist jetzt das alles noch so, wie wir halt früher als Kinder ausgemalt haben, oder? Mit Farbstiften, mit Buntstiften. Und jetzt ist total nett, weil jetzt braucht man gerade mit ein bisschen Wasser, also da braucht man nicht einmal rausdrücken oder so, einfach mit der ganz leicht feuchten Pinselspitze drüber gehen. Und so löst man so quasi die Farbe an und kann die richtig schön vermalen. Dann kriegt man dann richtig einen schönen Effekt. Das ist natürlich total lässig. Nebenbei geht das noch total schnell. Das ist immer total hitzig, weil das da so einen netten Effekt zaubert. Das finde ich ganz, ganz lässig. So, dann gehen wir zu den roten Backerlen. Ach, ich mag sowas. Sowas ist immer so nett. Das war echt eine nette Sache. Irgendwie ist schon schade, dass jetzt die Team-Challenge schon wieder vorbei ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das ist auch sehr zeitintensiv natürlich für mich. Aber es macht einfach mega Spaß. Es ist einfach total lässig. Und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Team-Challenge. Die wird natürlich wieder im Dezember dann sein. Da haben wir es natürlich dann alle nur ein bisschen stressig, weil rund um Weihnachten ist sowieso immer bei jedem sehr viel los. Aber ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass meine Mädels da dann wieder fleißig mitmachen und mir das alle zusammen, glaube ich, nicht auslassen. Also ich kann es jetzt natürlich noch nicht versprechen, weil es hängt schon ein bisschen davon ab, ob auch die Mädels Zeit und Lust haben mitzumachen. Aber im Moment ist es von meiner Seite her mal auf alle Fälle geplant, dass wir da wieder irgendwas Besonderes an den Start bringen. Die werden wir natürlich wieder irgendeine spezielle Aufgabe überlegen. Und dann schauen wir, was wir da wieder zustande bringen, um sie zu überraschen. Das ist das immer total, total spannend. So, und jetzt fahren wir da gerade noch die Maschen rüber. Dass auch die da so ein bisschen interessanter werden. Was ich ganz lustig finde, die Sabine hat die Oberseiten von den Paketen komplett ignoriert beim Ausmalen. Und das war eigentlich auch ganz gescheit, weil das damit ein bisschen ruhiger wird. Wenn wir jetzt da die Oberseiten dort drauf, die kleinen Teile auch noch alle ausmalen müssten, das glaube ich war gar nicht so nett. Ich glaube, dass das so direkt netter ist. Und eins muss man jetzt schon sagen, die Aquarellstifte, die da bei von Stampin' Up am Start sind, die sind schon echt richtig gut. Die lassen sich richtig super vermalen. Die funktionieren total gut. Es passt halt einfach farblich wieder wie immer alles tippitoppi zusammen. Und für das sind ja wir sowieso zu haben, nicht? Wenn das alles so richtig stimmig ist, da eben alles ein Gesicht hat miteinander, das mögen wir einfach. So, da haben wir glaube ich noch eins, genau. Gehört noch ein bisschen Wasser drauf. Dann ein kleiner Kontrollblick, aber ich glaube, das war es dann schon. Da habe ich ein bisschen drüber ausgearbeitet, aber mal schauen, ob man das ein bisschen kaschieren kann. Oder ist da eh genau das Banner drauf? Naja, da sieht man eh vom Backt eigentlich nichts mehr, aber es macht nichts. Okay, schön. So, und die Bäume selber, die hat sie jetzt nicht mit Wasser vermalt, sondern mit Winkelstella. Das geht natürlich auch, sie kann dann natürlich auch ganz wunderbar mit Winkelstella da drüber gehen. Nicht zu viel Glitzer natürlich, sonst sieht man von der Farbe dann nichts mehr. So, also auch der Winkelstella löst uns diese Farbe ganz wunderbar an. Und macht da einen schönen, schönen, schönen Effekt. Von hell in dunkler geht immer gut. Dunkel in hell ist jetzt nicht so zu empfehlen. Also wenn Sie zuerst das Hellgrün ausmalen, dann können Sie dann noch ruhig ins Olivgrün reingehen.
Nur umdreht würde ich es jetzt nicht machen. So, das war's schon. Jetzt können wir die Karte zusammensetzen. Das heißt, wir kleben die Bäckchen da auf diesen Untergrund. Meine Sabine, so eine nette Karte. Vielen, vielen Dank. Das hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Versetzt dann irgendwie wieder ein bisschen zurück in die gute alte Kindheit. So. Okay, das war jetzt weniger günstig. Dann kleben wir es hinten drauf. Na, jetzt aber. Nur weil ich da ausmache, wie in der Kindheit, muss ich jetzt eigentlich nicht batzen, als wie in der Kindheit. Das war jetzt eigentlich nicht unbedingt Not. So. Das setzen wir uns jetzt auf unsere Grundkarte. Machen wir da. So, da lang. Schön aufsetzen, schön mittig. Einmal umdrehen. So. Sehr gut. Schaut das nicht gleich nett aus? Ich finde es so nett. Schaut mal den Effekt an. Total lässig, oder? Total cool. So, dann hat sie diesen rechteckigen Teil aufgeklebt. Auch ganz, ganz schlicht. Oben mittig hin. Kurz schnell schauen. Hat sie ganz oben ansetzen lassen, beim Hellblau. Durchaus eine gute Idee. Und das setzen wir uns drauf auf unseren marineblauen Kreis. Oder oval eigentlich vielmehr. Und das wiederum setzen wir uns zusammen mit Dimensionals. Da sind sie, meine Guten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und an in die Mitte. So, alles klar. Folien runter. Und dann brauchen wir gerade noch ein bisschen Klimbim und dann haben wir es. Das war dann schon unser letztes Video. Es ist unglaublich. Mein Nett. Na, einfach nett. Die flippt aus, wie nett. So, jetzt hat die Sabine da zwei Sternteile verwendet. Die hat es mal ganz, ganz früher gegeben bei Stampin' Up. Die gibt es aber nimmer. Von daher habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt einfach als Alternative sozusagen die Pailletten her. Wo habe ich denn die jetzt angebaut? Und da sind meine lustigen Pailletten. Und die finde ich, dass jetzt gerade so diese Teile da ganz nett dazu passen. So das Rosa oder aber auch das bisschen Orangerote finde ich da jetzt ganz nett. Und genau die setze ich mir jetzt da so her. Ich glaube, dass das eine gute Alternative ist. Und mit dem, glaube ich, kann die Sabine auch ganz gut leben. Was nehme ich? Ich nehme das Orangerot. Gut so. Alles klar, dann setzen wir da jetzt ein bisschen an Dombo drauf. Kleinen Tupfen. Und dann verwendet man natürlich unseren Aufhebhelfer, der da jetzt natürlich Gold wert ist bei so Paillettengeschichten. Dann kann das da ganz wunderbar vor sich hin trocknen. Da machen wir einen zweiten Klecks da oben, einen kleinen. Sehr gut. Dann muss wieder unser Aufhebhelfer helfen. Na, bleibt da. Sehr gut. Kleinen Moment warten. Der Dombo muss ein kleines bisschen anziehen. So, fertig. So schaut sie also jetzt aus, meine Variante der Karte von der Sabine Stober. Sind die nicht nett? Nein, ich finde es so nett. Mir gefallen die. Ich finde total lässig. Gut, liebe Sabine, das war also die Kartenskizze Nummer 14. Wenn Ihnen die Karte von der Sabine auch so gut gefällt wie mir, dann bitte schenken Sie der Sabine viele Daumen hoch. Und ansonsten haben wir jetzt einmal eine ganze Woche Pause. Danach gibt es jetzt in einer Woche, also in 7 Tagen ungefähr, also ich schätze mal, ich werde es am Montag dann schaffen, Montag in der Woche,
dass ich das Abschlussvideo dazu drehe. Da gebe ich dann bekannt, wer der Gewinner ist von der Team Challenge. Da gebe ich ein paar interessante Details zur Team Challenge an und für sich noch bekannt, so ein bisschen Hintergrundinfos. Da erzähle ich noch ein bisschen zu den verschiedenen Kommentaren, die wir gekriegt haben, weil da ist schon ganz viel Interessantes dabei und ich denke, da wird auch noch Verschiedenes kommen. Und wir losen natürlich unter den Kommentaren den Gewinner aus. Das heißt, jetzt haben sie mal eine Woche Pause für uns, aber dann kommt das Team-Video-Abschlussvideo sozusagen, das Team-Challenge-Abschlussvideo. In dem Sinn, viel Freude, Sie können nach wie vor bitte gerne unsere Skizzen noch basteln. Sie dürfen natürlich unsere Skizzen auch für private Basteltreffs verwenden. Ist ja eh ganz klar, da habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen mal eine Anfrage gehabt, ob denn das recht ist. Das ist natürlich recht und nach wie vor gilt, wer mit unseren Skizzen bastelt, bitte sehr, sehr gerne verlinken mit dem Hashtag, der da oben eingeblendet ist. Das freut uns immer sehr. Und ansonsten sage ich jetzt ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage Tschüss, Papa, bis zum nächsten Mal.